99 Affen. Ideen für eine bessere Welt. Wenn Ihr Energieniveau ein Kontostand wäre, wo wäre im Moment Ihr Energiekonto? Ganz intuitiv, die erste Antwort ist immer die richtige. Ich denke, dass im Moment besonders bei vielen der Kontostand relativ niedrig ist, der Energiekontostand. Und wir machen dann eine interessante Erfahrung, die jetzt nicht sehr angenehm ist, aber trotzdem auch interessant, nämlich dass wir dann oft Gefühle wie Freude zum Beispiel kaum noch erleben können. Also wir haben dann das Gefühl, dass wir uns überhaupt nicht mehr freuen können, dass nichts mehr so richtig Freude macht, nicht mehr richtig Spaß macht, dass alles so grau ist, dass wir vielleicht zu erschöpft sind, um uns zu freuen. Und eigentlich gibt es daher keinen Grund dafür, denn auch wenn ich müde und erschöpft bin, könnte ich mich ja über etwas Schönes freuen, ein leckeres Essen zum Beispiel oder eine Berührung, irgendwas Schönes. Es scheint aber so zu sein, als hätten wir nicht mehr die Kraft oder Energie dazu, uns zu freuen. Und aus meiner Sicht ist das auch völlig richtig. Wir haben ein Energiekonto und es hängt sehr davon ab, auf welchem Kontostand unser Energiekonto ist. Ob noch tatsächlich Energie für Freude, für Lebensfreude, auch für Liebe durchaus da ist. Und für Gesundheit, also für Kreativität, also für all das, was über das Normale, ich verbrauche all meine Energie für die Lebensfunktion, alles, was darüber hinausgeht. Und es ist tatsächlich so, dass wir für Freude einen Plus auf unserem Energiekonto brauchen. Und ich glaube auch für Liebe. Und ich glaube auch für Kreativität. Gucken wir uns also heute mal diese interessante Idee vom Energiekonto an. Schauen wir uns zusammen einfach mal an, was denn abhebt von unserem Energiekonto und was einzahlt auf unser Energiekonto. Denn es ist wie bei unserem finanziellen Konto. Der Kontostand hängt davon ab, wie viel eingezahlt und wie viel abgehoben wird. Und wenn wir mehr abheben als einzahlen, dann rutschen wir so nach und nach erstmal plus minus null und dann irgendwann in den Dispo. Kurzfristig im Dispo zu sein oder plus minus null ist überhaupt kein Problem. Das passiert, wenn man krank ist, erkältet ist oder irgendwas Stressiges ist im Moment im Leben. Dann ist es ganz normal, dass unser Energiekonto leer wird, weil wir einfach mehr abheben als einzahlen. Alles kostet Kraft und Energie. Aber das ist nicht schlimm, weil wir dann nach einer gewissen Zeit wieder mehr einzahlen als abheben. Und das Problem bei einem Burnout zum Beispiel ist aus meiner Sicht, dass wir eben über viel zu lange Zeit zu viel abgehoben haben. Es wird nur abgehoben und kaum noch eingezahlt und wir geraten immer tiefer und tiefer in den Dispo. Und körperlich bedeutet, im Dispo zu sein über längere Zeit, dass diese ganze Zellregeneration nicht mehr funktioniert. Die Zellen sind nur noch in diesem Überlebensmodus, das heißt, die schützen sich nur noch und versuchen halt, ihre Dienste so auszuführen, dass es gerade noch so geht, können aber nicht mehr regenerieren und machen dann auch viel mehr Fehler beim Teilen zum Beispiel. Also können die Reparaturen nicht mehr ausführen, die notwendig wäre. Und bei der Teilung, also bei der Produktion von Nachfolgezellen, Tochterzellen, passieren mehr Fehler. Aber gucken wir uns mal an, was kostet Energie und was hebt von unserem Energiekonto ab. Zum einen eine ganze Menge Hintergrundprogramme. Hintergrundprogramme sind Grundeinstellung, Grundüberzeugung, die so ein Hintergrundrauschen machen. Ein Grundgefühl von immer leicht angespannt, ein Grundgefühl von immer leicht ängstlich, ein Grundgefühl von Anspannung im Sinne von ich darf nicht nachlassen, ich darf mich nicht entspannen, ich darf nicht ruhig werden. Immer so dieses Gefühl von einem Knie im Rücken, also dieses Weiterleistung bringen und so weiter. Ich darf nicht nachlassen. Oder ein Hintergrundprogramm wäre, was auch viel Energie kostet, ich darf keine Fehler machen. Oder ich muss alles perfekt und richtig machen. Ich muss allen genügen, ich muss es allen recht machen. Ich muss die Erwartungen von anderen erfüllen. Ich muss mir Liebe verdienen, ich muss mir Sicherheit verdienen.
Das sind alles Hintergrundprogramme oder Grundüberzeugungen und die fressen unglaublich viel Energie. Das ist ein bisschen wie beim Computer. Ich hatte einmal wirklich Schwierigkeiten mit meinem Computer und habe festgestellt, dass die CPU-Auslastung fast 100% war, ohne dass ich irgendetwas gemacht habe. Er ist mir dauernd abgestürzt und konnte die kleinsten Dinge nicht mehr ausführen. Und habe dann einen Freund gebeten, der da viel Ahnung hat, mal reinzuschauen. Und er sagte, boah, irgendwas im Hintergrund verbraucht unglaublich viel Arbeitsspeicher. Und wir haben dann nachgeschaut und es war das Virenschutzprogramm, also das Antivirenprogramm, was die ganzen alten Virendateien nicht wieder gelöscht hat, sondern einfach, die haben sich mit der Zeit eben kumuliert und sind jedes Mal ausgeführt worden. Das heißt, im Hintergrund sind die ganze Zeit Programme gelaufen, die ich natürlich nicht gesehen habe, die auch nicht zu sehen waren, so unter weiteres, und die fast den ganzen Computer lahmgelegt haben, weil sie fast alle Speicherkapazität aufgebraucht haben. So ist das bei uns auch, wir nehmen die nicht wahr, diese immer leicht Anspannung, weil wir die so gewöhnt sind, dass wir wie ein Fisch und Wasser nochmal hier das überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Wir könnten das wahrnehmen, wenn wir mal in jemand anders hineinschlüpfen könnten und dann in uns zurückkommen könnten. Dann würden wir wahrnehmen, ups, immer leicht angespannt tatsächlich. Oder, ah, interessant, ich fühle mich immer ein bisschen ängstlicher und die andere Person, in die ich vielleicht gerade hineingeschlüpft bin, hat immer vielleicht so eine Grundgereiztheit gehabt. Also im Vergleich ist es dann leichter, aber den haben wir normalerweise nicht. Deswegen ist es schon eine ziemliche Leistung, bei sich selber wahrzunehmen, oh, ich bin immer leicht angespannt oder habe immer eine gewisse Grundängstlichkeit. Also diese Hintergrundprogramme brauchen unglaublich viel Energie. Und das ist heute nicht so sehr das Thema von diesem Podcast. Darüber werde ich ein eigenes nochmal machen, einen eigenen Podcast und einen Blog. Aber heute nur, dass wir es wissen, also Hintergrundprogramme. Dann Minusgefühle und Minuseinstellung. Und das ist genau das Thema von heute, unserem Podcast. Minusgefühle und Minuseinstellung. Was das ist, sage ich gleich. Ich sage einfach nur, was sonst noch von unserem Energiekonto abhebt. Permanentes Denken hebt von unserem Energiekonto ab. Die sind alle ein bisschen miteinander verwoben, diese drei obersten Bereiche. Also permanentes Denken an sich kostet unglaublich viel Energie. Zum einen, wir denken ungefähr 70.000 bis 100.000 Gedanken pro Tag. Also wir denken zu viel. Und dann sind 70 bis 80% von diesen 70.000 bis 100.000 Gedanken angst- und stressauslösend. Also wir denken sehr stressig. Und drittens, fast 100% von diesen Gedanken sind repetitiv. Das heißt, diese berühmten Schleifen, diese Gedankenschleifen, wenn wir nachts um vier aufwachen und dann immer, dann dreht sich das immer im Kreis. Und wir landen immer an der gleichen Ausgangsstelle und dann startet das Ganze von vorne. Das kostet uns unglaublich viel Energie. Unser Gehirn ist ja der größte Energieverbraucher im gesamten Körper und je aktiver unser Gehirn ist und je mehr wir denken, desto mehr Energie wird auch verbraucht. Und wie gesagt, es ist einfach auch anstrengend, weil es ziemlich viel Kapazität blockiert, die ja eigentlich für Kreatives, für Planen gedacht ist. Das ist die Aufgabe von unserem Verstand. Planen, Pläne machen, in die Zukunft denken und kreativ sein, etwas Neues erschaffen, was bis jetzt noch nie da war, Ideen haben, Projekte, neue, frische Gedanken. Auch dazu werde ich mal einen eigenen Podcast machen, weil es ein bisschen erschreckend ist. Habe ich bei mir selber auch immer wieder festgestellt, wie wenig wirklich neue und frische Gedanken ich pro Tag habe. Sehr wenig. Und das wird Ihnen wahrscheinlich auch nicht anders gehen. Also dieses zu viel Denken und dieses tatsächlich in Schleifen denken und die meisten dieser Schleifen sind angst- und stressauslösend bei den meisten von uns. Und das verbraucht sehr viel Energie. Und dagegen kann man was machen. Dann physiologisch falsches Essen. Mit physiologisch falschem Essen meine ich einfach Nahrungsmittel, die diesen Namen nicht verdienen, weil sie dem Körper nicht die erforderlichen Nährstoffe zur Verfügung stellen. Also so lecker ein Stück Kuchen noch ist, aber vom Ernährungsphysiologischen kann der Körper sehr wenig damit anfangen, außer reiner Energie im Sinne von Fuel, also Benzin. Aber kein sehr hochwertiges. Unser Körper braucht Mikronährstoffe, Spurenelemente, Ballaststoffe. Also Essen, was
kein tatsächlich hochwertiger Treibstoff ist und unseren Körper mit dem versorgt, was unser Körper wirklich braucht, sondern bestenfalls Genussmittel. Aber auch das kein Thema heute für diesen Podcast. Dann zu wenig Schlaf hebt ab, definitiv. Wenn Sie zu wenig schlafen, die Schlafqualität nicht gut ist, sehr unregelmäßig beim Schichtdienst zum Beispiel, das kostet Energie. Und es zahlt dann nicht mehr genügend ein, denn Essen zum Beispiel und Schlafen zahlt eben auf der anderen Seite auf unser Energiekonto ein. Dann zu viel Sitzen, zu wenig Bewegung. Auch das verbraucht Energie. So komisch das klingt. Wir haben ja das Gefühl, wenn wir zu viel sitzen, dann verbrauchen wir wenig Energie. Und auf gewisse Art und Weise stimmt das. Und trotzdem erschöpft es gleichzeitig auch, weil es nicht genug einzahlt. Das heißt, auf der einen Seite verbraucht es, auf der anderen Seite zahlt es aber nicht genug ein. Und ich denke, wir haben alle schon mal den Unterschied wahrgenommen zwischen abends vorm Fernseher sitzen zum Beispiel, 1, 2, 3 Stunden oder vorm PC oder vor irgendeiner Videokonferenz, im Gegensatz zu, ich war eine Dreiviertelstunde im Wald spazieren. Und ja, ich weiß, Spaziergänge, ich denke, da zucken jetzt alle inzwischen schon ein bisschen zusammen bei dem Wort Spaziergang. Ich glaube, da hatten wir jetzt reichlich in den letzten 1,5 Jahren. Aber grundsätzlich ist es so, es ist ein großer Unterschied, ob wir einen Waldspaziergang machen, vor allem wenn wir das gerne machen und freiwillig und wenn wir Ruhe haben oder genau das, was wir dabei brauchen. Das gibt Energie. Es lädt uns auf, es lädt die Batterien tatsächlich auf. Dagegen eine halbe, dreiviertel Stunde bei einem normalen Adventssamstag irgendwo in Köln oder in einer Großstadt. Sie wissen, was ich meine. Dann aus meiner Sicht zu viel Elektronik. Also auf der einen Seite die zu viel positiv geladene Ionen, die elektrische Geräte von sich geben. Wir brauchen negativ geladene Ionen tatsächlich. Und zum Zweiten dieses dauernde Informations- und Unterhaltungsrauschen, also die ständige Ablenkung und diese Mikroinformationen, die wir inzwischen nur noch bekommen. Das zerstreut unsere Aufmerksamkeit ziemlich und verbraucht auch sehr viel Energie. Und dann, was auch ganz, ganz viel frisst, ist chronischer Stress. Also entweder Lebensumstände, aus denen wir vom Gefühl her im Moment nicht raus können, die uns aber sehr beschäftigen und sehr belasten. Einstellungen, die Stress machen oder alter Stress, der immer wieder hochkommt, der sich dauernd wiederholt. Da sind wir wieder beim Hintergrundrauschen von diesen Hintergrundprogrammen. Schauen wir jetzt mal an, was gibt denn Energie? Was zahlt denn auf unser Energiekonto ein? Denn wenn wir das wissen, können wir ja viel selbstbestimmter und selbstwirksamer unser Energiekonto pflegen. Wir können viel bewusster schauen, wie ist mein Energiekonto im Moment und was kann ich machen, dass mein Energielevel oder Kontostand steigt. Also wie kann ich mir selber mehr Energie geben oder dafür sorgen, dass ich mehr Energie habe. Ganz oben stehen da Plusgefühle und Plus-Einstellungen. Was das ist, wie gesagt, gleich später nochmal, aber hier als Gegensatz zu den Minusgefühlen und Minuseinstellungen, die eben Energie kosten. Plusgefühle und Plus-Einstellungen geben Energie. Die zahlen auf unser Energiekonto ein. Ein klares Bewusstsein. Eben als Gegenteil zu diesem permanenten Dauerdenken. Qualität und Quantität. Ein klares Bewusstsein, ein präsentes Bewusstsein, also im Hier und Jetzt zu sein. Ganz präsent zu sein, ganz wir selber, ganz im Selbst. Ausreichend Schlaf, gute Qualität und ausreichende Länge. Gute, nährstoffreiche Ernährung. Eine Ernährung, mit der mein Körper wirklich etwas anfangen kann. Aus der mein Körper Energie ziehen und Energie gewinnen kann. Und da gibt es Riesenunterschiede. Soziale Kontakte, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Soziale Kontakte sind ein ganz wichtiger Energiegeber. Und wenn Sie mal dran denken, mit Freunden oder mit einer guten Freundin, einem guten Freund mal zusammen zu sein oder in der Familie einen schönen Abend gehabt zu haben, mit Spielen und Lachen, wie gut wir uns danach fühlen, wie aufgeladen unser Energiekonto danach ist. Dann Bewegung. Wir sind auf Bewegung ausgerichtet. Unser Körper ist auf Bewegung ausgerichtet. Wir müssten uns viel mehr bewegen, wenn es nach dem Körper ginge.
Und ja, der Körper gewöhnt sich mit der Zeit an ein Couch-Potato-Leben. Wie auch ein Haustier sich irgendwann mal an die Bedingungen gewöhnt. Das heißt aber nicht, dass die gut sind. Unser Körper möchte sich bewegen. Freude zahlt auf unser Energiekonto ein. Also alles, was mir Freude macht, alles, was Ihnen Freude macht. Klein oder groß, wichtig oder unwichtig, was auch immer das sein mag. Dann, was zahlt noch ein? Selbstfreundlichkeit. Eine freundliche Haltung mir selber gegenüber, eine freundliche, interessierte, mitfühlende Haltung mir selber gegenüber. Dass ich gerne mit mir zusammenlebe, das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir müssen 24 Stunden, sieben, den Rest unseres Lebens mit uns auskommen. Und da ist es eben ganz wichtig, ob das eine helle innere Landschaft ist oder eine dunkle innere Landschaft. Wenn wir mit uns ein Team sind, also wenn Körper, Geist und Seele wirklich eine Einheit sind oder immer mehr eine Einheit werden und wir uns wirklich anfangen zu mögen, dann gibt das ganz viel Energie. Auf der anderen Seite, Selbstablehnung, Selbsthass, Selbstkritik hebt sehr viel vom Energiekonto ab. Das gehört eben zu diesen Hintergrundüberzeugungen, Hintergrundprogramm, das Selbstbild. Also mich zu mögen, zahlt definitiv ein. Und aus meiner Sicht Rückverbindung und Sinn. Also diese Rückverbindung erstens zu mir, zu meinem Selbst, Körper, Geist und Seele. Und Rückverbindung zu diesem Großen, dieses wissende Feld, Quelle, Schöpfungsebene, dieses All-Eine. Und das gibt unglaublich viel Energie. Das zahlt bei mir ganz, ganz viel ein. Das ist dieses Eingebundensein, dieses Sichersein, dieses geliebt, gewollt, gemeint sein. Das ist eine Art Standleitung. Aber das geht eben nur, das können wir nur zulassen, da ist es die ganze Zeit, aber zulassen können wir es nur, wenn wir zuerst mit uns wieder Freundschaft schließen. Weil ich kann Liebe von außen, von anderen, auch von der Quelle nur in so dem Maße zulassen, wie ich die Eigenfreundlichkeit entwickle. Also wie viel Liebe bin ich wert? Bin ich der Liebe wert? Meiner, der jemand anders, der Quelle. Ganz egal. Also Rückverbindung und Sinn zahlen ganz viel aufs Energiekonto ein. Meine Themen sind von diesen ganzen Punkten natürlich die Hintergrundprogramme. Ich nenne das immer schlechte Bordunterhaltung, das zu viele Denken und die Minusgedanken und Minusgefühle oder die Plusgedanken und Plusgefühle. Und heute geht es mir besonders um Plus- und Minusgefühle. Woher kommt denn dieser Begriff? Diesen Begriff hat das Institut für Heart Math, also für Herzmathematik, könnte man es übersetzen, geprägt, die sich schon relativ lange, fast 30 Jahre inzwischen, mit der wissenschaftlichen Erforschung von Herzintelligenz, Lernvorgängen, Resilienz beschäftigen und das wissenschaftlich sehr wasserdicht und sehr solide machen. Und die haben es irgendwann mal Plus- und Minusgefühle genannt. Also, die haben gesagt, es gibt Plusgefühle und es gibt Minusgefühle. Plusgefühle zahlen sozusagen auf unser Energiekonto ein und Minusgefühle heben ab. Also was gibt Energie und was nimmt Energie oder kostet Energie? Und damit es ganz klar ist, ich meine jetzt nicht, dass Minusgefühle ist gleich negatives Gefühl oder negatives Gefühl ist gleich ein Minusgefühl. Da müssten wir uns sowieso vorher darüber unterhalten, was denn ein negatives Gefühl ist. Ja, ein sich unangenehm anfühlendes. Aber die brauchen wir ja oft. Die sind ja oft eine völlig richtige Reaktion, eine angemessene Reaktion und vor allem ein Feedback auf Ereignisse im Außen. Es ist ja gut, wenn ich Angst vor irgendetwas habe, was potenziell gefährlich ist. Also mit Minusgefühl ist hier keine Wertung gemeint, sondern nur die Folge von. Also welches Gefühl macht was physiologisch? Wie gesagt, Minusgefühle, vor allem wenn es auf akute, eine Reaktion auf eine akute Situation ist, sind sehr sinnvoll und auch völlig gesund. Hier ist eher gemeint Grundeinstellung, also etwas, was ich permanent habe. Wenn ich immer ängstlich bin und immer wütend, mich immer bedroht fühle oder immer sehr gereizt bin, dann fängt es an problematisch zu werden, weil dann hebt es
permanent zu viel von meinem Energiekonto ab. Und es kann kaum noch was eingezahlt werden. Also was machen die Minusgefühle? Das Institut für HeartMath hat festgestellt, dass wenn ich mich 5 bis 10 Minuten in ein sogenanntes Minusgefühl hineinsteigere, also wütend werde über irgendwas oder an den letzten Zahnarztbesuch vielleicht denke oder was auch immer, dann hat das bis zu 8 Stunden im Blut biochemisch eine Folge. Das heißt, bis zu 8 Stunden lässt sich im Blut feststellen, dass Adrenalin und Cortisol steigt und DHEA sinkt. Und DHEA ist unser Anti-Aging-Hormon. Das ist eine Vorstufe für viele andere Hormone. Und je höher DHEA im Blut ist, desto mehr Anti-Aging haben wir, also desto mehr Grundbaustein für Hormone steht zur Verfügung. Und das DHEA wird immer verwendet, um zu gucken, wie der Energiezustand und der Gesundheitszustand auch ist. Also je mehr DHEA im Allgemeinen, desto besser. Und was Adrenalin und Cortisol machen, wissen wir, das sind Stressanzeiger. Auf der anderen Seite haben 5 bis 10 Minuten Plusgefühle genau den gegenteiligen Effekt gezeigt. Bis zu 8 Stunden eine Erhöhung von DHEA im Blut und ein erniedrigter Adrenalin- und Cortisolwert. Also 5 bis 10 Minuten richtig reinsteigern in irgendwas hat bis zu 8 Stunden eine Folge für den Körper. Denn es ist ja so, dass jeder Gedanke biochemisch kodiert wird und an den gesamten Körper weitergegeben wird, diese Information. Also der Körper hört uns sehr genau beim Denken zu. Und wenn ich eben mich sehr reinsteigere an irgendetwas, was mich sehr ärgert oder ängstigt oder wütend macht, es wird biochemisch kodiert und an den gesamten Körper weitergegeben. Also unser Körper ist sozusagen geflutet von einem bestimmten biochemischen Mix. Und wie gesagt, das kann bis zu 8 Stunden anhalten. Was sind denn jetzt Plusgefühle? Also Minusgefühle, Wut, Angst, Hass natürlich, Groll, Scham, Schuld, Verzweiflung. All das hebt vom Energiekonto ab. Was sind denn jetzt Plusgefühle? Plusgefühle sind Freude, Wertschätzung, Dankbarkeit, Liebe, Neugier. Das sind alles Plusgefühle. Das heißt, die haben einen positiven Effekt im Sinne von regenerierend auf den gesamten Körper von der Biochemie her. Plus, sie zahlen auf unser Energiekonto ein. Also sie machen resilienter und wir haben ein Energiepölsterchen. Eine Möglichkeit zum Beispiel sind die 3 Schönen, also eine Möglichkeit, ganz bewusst umzuschalten und ganz bewusst einen positiven Einfluss zu nehmen auf unsere Körperchemie und auf unser Energiekonto, sind zum Beispiel die 3 Schönen. Dazu verlinke ich Ihnen unten das entsprechende Video bei YouTube. Das ist heute aber nicht unser Thema, sondern ich möchte mit Ihnen was ganz Spannendes machen, nämlich einmal tatsächlich Ihnen zeigen, dass es tatsächlich so ist, dass bestimmte Gefühle Energie geben oder nehmen. Das lässt sich sehr, sehr deutlich wahrnehmen, wenn wir uns mal ein bisschen drauf einstellen und uns diese Fragen auch wirklich mal stellen. Und zum Zweiten eine Übung und einen energetischen Download von mir. Also wenn Sie möchten, wie immer im Theta, mache ich einen energetischen Download, sodass Ihr Energiekonto sich wieder aufladen kann. Es ist ein bisschen so, als würde man einen Akku oder wieder aufladbare Batterien in dieses Teilchen reinstecken und in die Steckdose stecken, sodass sich die Batterien auch wirklich wieder aufladen können. Also 2 Möglichkeiten und probieren Sie doch einfach beide mal aus. Das eine können Sie selber machen, beim anderen kommt das von oben sozusagen aus dem großen Feld, die große Batterie, die große Aufladung. Probieren Sie einfach aus, ob beides gut funktioniert, was Ihnen lieber ist. Beides funktioniert sehr, sehr gut. Aber zuerst würde ich mit Ihnen gerne eine kleine Übung machen, nämlich wahrnehmen, was Gefühle wirklich machen. Also wirklich mal ein Plusgefühl aufzurufen und ein Minusgefühl und zu schauen, was es im Körper macht. Dafür würde ich Sie bitten, mal die Augen zu schließen. Wir fangen mal mit einem Minusgefühl an und sich an irgendwas zu erinnern oder an irgendwas zu denken, was Sie ärgert. Ich lasse Ihnen gerade ein paar Sekunden Zeit und Sie können auch die Aufnahme pausieren, wenn Sie möchten. Also denken Sie an irgendwas, was Sie ärgert.
Und ich glaube, im Moment müssen wir da nicht so weit gehen. Es gab schon mal Zeiten, wo tatsächlich Kursteilnehmerinnen oder Kursteilnehmer wirklich überlegen mussten. Ich denke, im Moment fällt uns schnell was ein. Dann würde ich Sie bitten, mal alle Bilder dazu gehen zu lassen, alle Geschichten, alle Worte dazu. Lassen Sie bitte einfach alles mal gerade los. Und ich würde Sie bitten, tatsächlich mit der Aufmerksamkeit komplett in den eigenen Körper zu gehen. Schalten Sie einfach um auf eine Körperwahrnehmung. Und dann würde ich Sie bitten, mal wahrzunehmen, wo genau Sie dieses Gefühl von Ärger spüren. Es kann auch außerhalb vom Körper sein. Manchmal ist es so vor dem Solarplexus zum Beispiel. Normalerweise ist es aber im Körper. Also fühlen Sie wirklich mal rein. Und dazu würde ich Ihnen jetzt gerne ein paar Fragen stellen, die Sie einfach für sich beantworten können. Fühlt sich das, was Sie da fühlen, eher schwer oder eher leicht an? Dehnt sich das eher aus oder zieht sich das eher zusammen? Hat das eine Tendenz nach oben, also Uplifting, oder eher nach unten? Welche Farbe oder Farbschattierung hat es? Eher hell oder eher dunkel? Gibt Ihnen das eher Energie oder nimmt Ihnen das eher Energie? Okay, jetzt würde ich direkt gerne mal ein Plusgefühl aufrufen. Ich würde Sie bitten, an etwas zu denken, worüber Sie sich total gefreut haben in letzter Zeit. Ein unerwartetes Geschenk, ein netter Satz, irgendetwas, was gut geklappt hat, irgendetwas, was Ihnen große Freude bereitet hat. Jetzt würde ich Sie bitten, auch hier wieder alle Bilder gehen zu lassen, alle Worte dazu gehen zu lassen, alle Konzepte, alle Geschichten. Lassen Sie mal alles gehen. Auch hier schalten Sie wieder komplett auf die reine Körperwahrnehmung, das Körperbewusstsein um. Nehmen Sie wahr, wo Sie dieses Gefühl spüren, das Gefühl der Freude. Meistens im Herzbereich, kann aber auch ein bisschen tiefer sein, Oberbauch. Und auch dazu würde ich Ihnen gerne die gleichen Fragen stellen und Sie beantworten sie einfach für sich selber. Ist das eher leicht oder eher schwer? Zieht sich das eher zusammen oder weitet sich das eher? Fühlt es sich weit an oder eher eng? Geht es eher nach unten oder eher nach oben von der Tendenz her? Welche Farbe hat es? Eher hell oder eher dunkel? Und gibt Ihnen das eher Energie oder nimmt Ihnen das eher Energie? Gut, wenn Sie fertig sind, dann bitte ich Sie, die Augen wieder zu öffnen, wenn Sie möchten, und für sich mal Bilanz zu ziehen.
Vor allem in Bezug auch auf dieses Energiekonto. Also was gibt Energie, was nimmt Energie? Wir können also die Wirkung von diesen Plus- oder Minusgefühlen ganz, ganz direkt spüren, wenn wir uns mal die Zeit dafür nehmen. Das tun wir normalerweise nicht und jetzt tun wir es mal. Also wir merken ganz direkt, ja, das stimmt. Das eine kostet mich Kraft, macht mich schwer, das andere gibt mir Kraft und Energie und macht mich leicht und weit. Leicht und weit und dunkel und schwer hat einfach nur mit der Herzfrequenz zu tun, also Herz mit TZ. Jede Emotion, auch das ist unter anderem ein Ergebnis der Studien vom Institut für HeartMath, jedes Gefühl hat elektromagnetisch eine bestimmte Signatur, eine ganz spezifische Signatur. Also Wut hat eine andere Herzfrequenz mit TZ als physikalische Messeinheit, als zum Beispiel Freude. Und dieses Dunkel ist einfach eine Übersetzung unseres Nervensystems einer Herzfrequenzwahrnehmung. Wir nehmen also wahr, oh okay, zum Beispiel Angst oder Trauer hat eine relativ niedrige Herzfrequenz, also eine niedrige Schwingfrequenz. Es schwingt relativ niedrig und langsam. Freude dagegen, zum Beispiel Glück, hat eine relativ hohe Herzfrequenz. Und im Allgemeinen ist es so, je niedriger die Herzfrequenz, desto mehr wird unser ganzes System runtergedimmt. Also jemand, der sehr, sehr krank ist, hat nur noch eine sehr, sehr niedrige Eigenschwingung. Elektromagnetisch. Je gesünder wir werden, desto höher ist unsere Eigenschwingung elektromagnetisch. Wir haben da auch in der Umgangssprache einige Bezeichnungen dafür. Bei Schwere zum Beispiel haben wir diese Bezeichnung. Mir ist so schwer ums Herz und ich fühle mich total down. Niedergeschlagen, niedergeschmettert. Und beim Gegenteil im siebten Himmel schweben, auf Wolke 7 gehen. Und vielleicht fällt Ihnen noch das ein oder andere ein. Sie haben jetzt aber auch festgestellt, wie schnell wir uns in den einen oder den anderen Zustand hineinbekommen können. Ganz bewusst. Normalerweise entscheiden wir uns da nicht bewusst dafür, sondern das sind diese Programme, die laufen und Gewohnheiten. Hier können wir es aber ganz bewusst tun. Wir können also bewusst unser Energiekonto aufladen mit Plusgefühl. Und wie wir das machen, zeige ich in einem weiteren kleinen Podcast, damit dieser nicht so lang wird. Aber wie versprochen, hier jetzt die Energieübertragung, der Download. Also bleiben Sie dran. Ich mache jetzt gerade noch einen Theta-Download für Sie. Ihre Energie, Batterien wieder etwas aufladen. Der zweite kleine Podcast wird sich dann darum drehen, wie Sie das ganz aktiv selber machen können, indem Sie Plusgefühle aktivieren. Für den Download würde ich Sie bitten, einfach mir, wenn Sie möchten, innerlich ein Ja zu geben. Ich gehe kurz ins Theta, Sie kennen das schon. Und der Filter ist immer zu Ihrem höchsten besten Wohl auf die liebevollste Art und Weise. Das heißt, es ist immer so, wie es wirklich mit Ihrem System in Übereinstimmung ist. Und ich lade einfach nur Ihre Batterien auf mit dieser obersten Form von Liebe und der obersten Form von Bewusstsein, an die ich immer andocke, wenn ich im Theta arbeite. Ich gehe kurz ins Theta, sage Ihnen dann, wenn ich im Theta bin. Und Sie können einfach die Augen schließen, innerlich ein Ja geben, wenn Sie möchten, und dann genießen. Okay, der Download startet jetzt und Sie nehmen einfach wahr, was Sie wahrnehmen.
Ich lasse das noch ein bisschen weiterlaufen im Hintergrund. Gehe gerade wieder raus aus dem Theta. Okay. Wenn Sie möchten, können Sie vielleicht jetzt noch mal auf Ihr Energiekonto schauen. Sie wissen ja, was Sie am Anfang vom Gefühl her, wo Sie waren. Und Sie können schauen, ob sich jetzt ein bisschen was verändert hat. Das Energiekonto vielleicht ein bisschen gefühlter sich anfühlt. Wie gesagt, Sie können da viel selber dafür tun. Und das wird es in einem kleinen zweiten Podcast, wo es wirklich um Praxis geht, werden wir uns dann genauer anschauen, sodass Sie wieder selber Ihr Energiekonto auffüllen können. Also nicht so abhängig sind von den Umgebungsumständen, von dem, wie es im Moment im Außen so ist oder in Ihrer Familie, sondern ganz aktiv, ganz selbstfürsorglich auch sich um Ihr Energiekonto kümmern können, wie Sie sich auch um Ihr finanzielles Konto kümmern. Dann sehen wir uns gleich im zweiten Podcast. Okay.